Puh, da haben wir ja noch mal Glück gehabt. Ja, die 4090 kostet euch eine Niere, aber nun ist sie ja nicht mehr die einzige Neuerscheinung von Nvidia. Diese Woche ist die 4080 erschienen und die wird doch wohl nicht ganz so teuer sein, oder? 4080.500. Guck mal, was wir zugeschickt bekommen haben. Zotac scheint sich wohl schuldig zu fühlen wegen der schmorenden Stecker an ihrer 4090. Vielleicht haben die Mädels und Jungs von Zotac aber auch einfach nur einen guten Humor? Dabei soll der Anwender selbst daran schuld sein, nicht etwa Nvidia oder die Boardpartner, behaupten nun zumindest immer mehr Stimmen. Darüber und mehr berichten wir heute in den PCGH-News. Okay, zugegeben. Es war nicht wirklich überraschend, dass auch die RTX 4080 unverschämt teuer werden wird. Auch wir haben uns im Vorfeld schon darüber aufgeregt und nun auch wieder im Test der neuen Lovelace-GPU. Diese Woche wurde sie nun offiziell gelauncht und falls euch die Leistung der Founders Edition der 4080 oder die der Custom Designs interessiert, schaut gerne mal rein in die Videos hier oben in der Infocard. Natürlich erst, nachdem ihr die News hier zu Ende geschaut habt. Nächste Woche starten wir auch wieder eine kleine Fragerunde in unserem Frag-PCGH-Format. Dazu darf ich jetzt schon mal aufrufen. Also, falls ihr Fragen rund um die 4080 habt, stellt sie gerne hier schon in den Kommentaren mit dem Hashtag Frag-PCGH. Und unser Grafikguru Raff wird sie nächste Woche in einem Video beantworten. Nicht nur der Stecker der 4090 schmilzt dahin, auch die Umsätze mit den GeForce-Grafikkarten. Das zumindest zeigen die jüngsten Finanzzahlen von Nvidia. Im Vorfeld wurde ein heftiger Absturz bei Umsatz und Gewinn erwartet. Doch ganz so schlimm wie befürchtet war es doch nicht. Für den GeForce-Gaming-Bereich gibt es aber vorerst keine Entwarnung, trotz überschwänglicher Kommentare zur RTX 4000. Zuerst zu den harten Zahlen. Der Umsatz des dritten Quartals, das bei Nvidia am 30.10. endete, landete bei 5,93 Milliarden US-Dollar. Das sind 17% unter Vorjahr und 12% unter dem Vorquartal. Beim Nettogewinn sah es anders aus. Hier lag Nvidia sogar 4% über dem Vorquartal, aber 72% unter dem Gewinn des vergleichbaren Vorjahresquartals. Doch wo kommt das Minus her? Beim Umsatz fällt der Gaming-Bereich mit GeForce-GPUs negativ auf. Nur noch 1,57 Milliarden US-Dollar konnte man umsetzen. Das bedeutet ein heftiges Minus von 51% gegenüber dem Vorjahr und von 23% gegenüber dem Vorquartal. Die RTX 4090 startete am 12.10., lief also zumindest schon teilweise in die Umsätze, im Gegensatz zur RTX 4080. Laut Nvidia war das Ada-Flaggschiff vielerorts ausverkauft. Das reichte aber trotzdem nicht aus, um die GeForce-Situation nennenswert zu verbessern. Nvidia kämpfte mit vollen Lagern an RTX 30-Karten. Parallel wurden viele Grafikkarten nach ihrem Dasein in Mining-Systemen auf eBay angeboten. Viel besser lief der Bereich Data Center. Hier schaffte man 3,83 Milliarden US-Dollar Umsatz und lag 31% über dem Vorjahr. Dass Nvidia mehr als doppelt so viel mit Profikarten umsetzt als mit Gaming-GPUs, dürfte ein Fingerzeig für künftige Aktivitäten sein. Andere Geschäftsbereiche von Nvidia wie Automotive sind zumindest aus Umsatzsicht kaum der Rede wert. Die Aussichten für das vierte Quartal sieht Nvidia im Wesentlichen stabil. Erwartet wird ein Umsatz von rund 6 Milliarden US-Dollar. Vorhersagen zum Gewinn gibt es wie gewohnt nicht. Die Prognose der Bruttogewinnmarge, die zwischen 63,2 und 66% landen soll, lässt angesichts der aktuellen Situation mit 56,1% im Q3 aber aufhorchen. Entsprechend fällt auch das Feedback auf dem Aktienmarkt aus. Die erwarteten Rückgänge sind bereits eingepreist. Die Aktie notiert kaum schwächer. Es hätte für Nvidia also viel schlimmer kommen können. Die Leistungsaufnahme der neuen Grafikkarten-Topmodelle von AMD und Nvidia ist mittlerweile bekanntlich aus dem Sack. Asus hat daher in Verbindung mit verschiedenen CPUs aktualisierte Netzteilempfehlungen herausgegeben. Nvidia hatte zur Vorstellung der GeForce RTX 4090 offiziell eine Stromversorgung von mindestens 850 Watt für das ganze System empfohlen, wobei die Total Board Power der High-End-Grafikkarte mit 450 Watt beziffert ist. Von AMD gibt es für das im Dezember erscheinende Radeon-Topmodell RX 7900 XTX mit einer TBP von 355 Watt, derweil die Empfehlung eines Netzteils mit 800 Watt. Hersteller Asus hat nun für seine Netzteile eine aktualisierte Version einer Empfehlungsübersicht für Netzteile veröffentlicht, in der neben älteren Modellen auch alle vier angekündigten oder erschienenen Karten von Nvidias und AMDs neuer Generation berücksichtigt werden. Gleichwohl werden auch verschiedene Hauptprozessorreihen von AMD und Intel als weitere stromhungrige Komponenten im PC für die Empfehlung einbezogen. Für Setups mit Intel Core i5 oder einem Ryzen 5 sollte demnach ein 850 Watt Netzteil für RTX 4090 und RX 7900 XTX ausreichend sein, während 750 Watt für die gerade erschienene RTX 4080 und AMDs zweites Flaggschiff RX 7900 XT empfohlen werden. Für Systeme mit Intel Core i7 bzw. Ryzen 7 und Core i9 sowie Ryzen 9 liegen die Empfehlungen entsprechend höher.
Hier empfiehlt Asus mindestens 1000 Watt Leistung für die RTX 4090 und 850 Watt bis 1000 Watt für die RX 7900 XTX. Darüber hinaus gibt es auch Empfehlungen für Intels HEDT-Plattformen und AMDs Threadripper-Serie. Hier sollen beide Top-Karten mit einem Netzteil von mindestens 1200 Watt gepaart werden. Bei High-End-Prozessoren mit RTX 4080 und RX 7900 XT werden 850 Watt bis 1000 Watt empfohlen. Da die Informationen zur Leistungsaufnahme der neuen High-End-Grafikkarten nicht mehr geheim sind und Asus bekanntlich zahlreiche Custom-Designs basierend auf jeder Architektur verkauft und entwickelt, ebenso wie passende Netzteile, gelten die Empfehlungen laut videocards.com als sehr genau. Auch wenn es bei Asus in der Übersicht nicht explizit erwähnt wird, sollten RTX-Käufer bei neuen Netzteilen idealerweise zu RTX 3.0 Modellen mit nativer Implementierung des 12-Volt High-Power-Stromanschlusses greifen. Gerüchte zu Performance, Preis und Release-Fenster der GeForce RTX 4060 machen die Runde. Vor allem die Veröffentlichung dürfte den meisten Interessierten keine Freude bereiten. Über ein halbes Jahr soll es noch dauern. Gerade wegen der Preise, die Nvidia für die bereits angekündigten GeForce RTX 4000 aufruft, dürfte die GeForce RTX 4060 für die meisten Spieler eines der spannenderen Modelle sein, da es zumindest potenziell im Bereich dessen ist, was Durchschnittsleute ohne größere Probleme finanzieren können. Was sind eigentlich Durchschnittsleute? Umso spannender sind die Gerüchte zur Karte, der Performance, dem Preis und Release-Fenster zu behandeln. Gestreut werden sie von einem Manager bei Lenovo. Der geht kurzum davon aus, dass die GeForce RTX 4060 die Performance der GeForce RTX 3070 erreicht, aber den Preis der GeForce RTX 3060 Ti anvisieren wird. Die GeForce RTX 4060 soll ca. 20% schneller als ihr direkter Vorgänger sein und im Fenster von 150 bis 180 Watt TGP liegen. Man geht weiter davon aus, dass ein Großteil der Mehrleistung am Ende nicht durch reine Raster-Performance erzielt wird, sondern dass Nvidia auch hier die DLSS-3-Karte spielen wird. Über die erreicht man dank Frame Generation höhere Bildraten, als die Hardware nativ erzielen könnte. Der Preis dürfte der Knackpunkt sein, sollte die Voraussage stimmen. Eine GeForce 3060 kostete bei Release in der Standardausführung 329 US-Dollar UVP. Für die GeForce RTX 4060 rechnet man mit 349 bis 399 US-Dollar. Immerhin soll die GeForce RTX 4060 dann bei der Leistungsaufnahme brillieren. Der YouTuber GamersNexus hat in einer Analyse herausgearbeitet, welche Faktoren ausschlaggebend für das Schmelzen des 12-Volt High-Power-Stromstecker sind. Dabei können Fremdablagerungen im Kabelgehäuse ein Grund dafür sein. Viel wahrscheinlicher sei aber ein Anwendungsfehler durch falsches Einstöpseln in die Grafikkartenbuchse. Vorerst sei gesagt, dass das Problem mit brennenden Stromkabeln nicht in dem Ausmaße auftritt, wie es den Berichterstattungen zufolge den Anschein macht. Die Ausfallrate soll bei lediglich 0,05 bis 0,1% der Fälle liegen, basierend auf den erhobenen Daten der Bordpartner, Kabelhersteller und Zuschauer von GamersNexus. Auch spiele es keine Rolle, von welchem Hersteller das Kabel stammt, denn jedes Kabel kann zu verschmoren beginnen, da die Ursache des Problems woanders liege. Kabelausfälle treten demnach äußerst selten auf und lassen sich darüber hinaus leicht vermeiden. Einerseits können sich im Kabelgehäuse Ablagerungen von Fremdkörpern ansammeln, die auf eine schlechte Herstellung oder auf ein unsachgemäßes Einführen des Kabels in Verbindung mit hoher Stromzufuhr zurückzuführen sind, wie GamersNexus erklärt. Die Theorie, die am wahrscheinlichsten für einen Steckerausfall ist, liegt in Anwendungsfehlern begründet. Stecker, die nicht richtig sitzen und dabei einen ungünstigen Winkel in der Kabelführung aufweisen, sollen Gefahr laufen können, sich zu entzünden. Allerdings müssen beide der genannten Faktoren gegeben sein. Ein unsachgemäß eingestöpselter Stecker, der keinen Winkel im Kabel aufwies, habe nämlich in den Testläufen von GamersNexus kaum Probleme bereitet. Ein ähnliches Urteil fällte letztlich auch Corsairs Netzteilexperte Johnny Guru, der Brandfälle des 12-Volt High-Power-Steckers ebenfalls auf ein nicht korrektes Anstecken des Kabels in die Grafikkartenbuchse zurückführte. GamersNexus empfiehlt Besitzern von RTX 4000er GPUs daher, die Stecker sorgfältig anzuschließen, sodass sie festsitzen und kein Spalt mehr zu sehen ist. Die Karte sitzt dann ordnungsgemäß, sobald man es nicht mehr herauswackeln könne. Daher kommt GamersNexus zu dem Schluss, dass man das 12-Volt High-Power-Kabel bei korrekter Anwendung problemlos verwenden können soll. Und zack, da finden die PCGH-News wieder ihr Ende. Lasst euch den ersten Glühwein schmecken, macht es euch gemütlich und denkt an eure Fragen mit dem Hashtag FragPCGH zur 4080. Ciao!